Guten Abend, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum Speech Analytics Webinar. Während der nächsten 45 Minuten werden wir Ihnen aufzeigen, was für Möglichkeiten Ihnen Speech Analytics bei Ihnen im Unternehmen bietet. Mein Name ist Jörg Schleier, ich bin Country Manager DACH bei der Firma Speech und ich werde Sie in den nächsten Minuten hier durch dieses Programm führen. Zur Agenda. Zuerst werden wir Ihnen aufzeigen, wieso Speech Analytics für Sie Sinn macht. Dann zeigen wir Ihnen, wie es funktioniert. Wir werden Ihnen eine Live-Demo zeigen, am Beispiel einer Schweizer Bank, gesprochen in Schweizerdeutsch. Wir werden Ihnen aufzeigen, was der Nutzen ist. Wir zeigen Ihnen, wie schnell das Sie starten können, von Null auf Produktionslevel innerhalb von 3 Wochen. Und zum Schluss werden wir selbstverständlich Ihre Fragen beantworten. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, wieso Speech Analytics? Fast alle Unternehmen haben erkannt, dass Daten und Informationen das Gold der Zukunft ist. Alle die Medien sind voll von diesen Themen und ich glaube, den meisten Unternehmen ist bewusst, dass Daten einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor darstellen. Daten können helfen, den Kundenservice zu verbessern. Sie können Ihr Cross- und Upsell-Potenzial erhöhen. Sie können sicherstellen, dass Sie Kunden nicht verlieren. Und Sie können sich viel besser im Markt positionieren, wenn Sie genügend Daten zur Verfügung haben. Die meisten Unternehmen haben das erkannt in den letzten Jahren und haben auch viel Geld und Zeit investiert, um tolle CRM-Systeme aufzubauen, BI-Systeme in Betrieb zu nehmen, Kundenbefragungen zu machen, Net Promoter Score zu messen und vieles mehr. Das ist so unser tägliches Brot. Jetzt ist aber wichtig, die meisten Unternehmen sind auf dem für den Menschen wichtigsten Informationskanal völlig blind, weil sie wissen und verstehen nicht, was ihre Kunden mit ihnen sprechen. Weil der Kunde ruft häufig an und erzählt Ihnen am Telefon Informationen. Und viele Unternehmen werten alle möglichen Transaktionen der Kunden aus. Sie werten aus, wenn Kundenkarten verwendet werden, aber sie haben keinerlei Informationen, was die Kunden mit Ihnen sprechen. Ich kann heute dreimal bei Ihnen anrufen, ich kann Ihnen irgendetwas erzählen und Sie wissen es nicht, weil Sie haben diese Informationen nicht in strukturierter Form und Sie können es nicht auswerten. Und das möchten wir Ihnen während der nächsten 45 Minuten zeigen, wie wir Ihnen helfen können mit Speech Analytics, wie Sie Kundengespräche, Kundenmitarbeitergespräche in wertvolle Assets umwandeln können, die Sie weiter auswerten können. So, jetzt, wie funktioniert Speech Analytics? Zuerst mal nehmen wir die Kundenmitarbeitergespräche und wir wandeln diese Kundenmitarbeitergespräche in strukturierte Daten um und wir verstehen den Text. Wir unterstützen bei der Umwandlung von gesprochenem Text into Text, unterstützen wir Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Schweizerdeutsch. Und hier unterstützen wir alle Dialekte, die in der Schweiz gesprochen werden. Dann stellen wir Ihnen den Speech SA, also Speech Analytics Desktop vor. Mit diesem Desktop können Sie die Kundengespräche analysieren, auswerten und Sie können die Auswertungsparameter, was Sie auswerten wollen, aus den Gesprächen frei selber definieren. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Damit Sie Speech Analytics verwenden können, brauchen Sie keine Telefonie und keine IT-Integration. Sie müssen also keine großen und langwierigen Projekte starten. Sie brauchen lediglich Aufnahmen von Ihren Kunden, Telefongesprächen und mit diesen Aufnahmen können Sie schnell und einfach starten. Wie das geht, werden wir Ihnen später zeigen. So. Grundsätzlich, wieso Speech Analytics? Und die Antwort ist, weil Speech Analytics Ihnen hilft, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Auf der einen Seite können Sie die Kundenmitarbeitergespräche auswerten, jedes einzelne Wort, was der Mitarbeiter sagt, was der Kunde sagt, wie Einwandbehandlung gemacht wird oder auch wie Cross- oder Upsell gemacht wird. Des Weiteren können Sie
die Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, weiter verwenden in ihrem CRM oder BI-Tool. Sie können also alle Daten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, weiter auswerten und weiter verwenden und weiter aggregieren und korrelieren mit anderen Daten, die sie in ihrem Unternehmen schon haben. Dazu verwenden wir offene Schnittstellen, die sie selber einfach bedienen können. Und dann natürlich ein wichtiger Punkt, Speech Analytics hilft Ihnen auch, die Mitarbeiter zu coachen. Sie verstehen, welche Mitarbeiter Einwandbehandlung gut machen. Sie können verstehen und auswerten, welche Mitarbeiter die Kundenzufriedenheit erhöhen. Oder natürlich auch im Umkehrschluss, Sie können sehen und verstehen, welche Mitarbeiter die Kundenzufriedenheit nicht erhöhen oder auch sogar negative Beispiele haben. Und Sie können die Compliance messen. Sie können messen und klar verstehen, ob Ihre Mitarbeiter die Vorgaben einhalten, die Sie ihnen geben, um Kundengespräche zu führen. Und der letzte Punkt, sicher wichtiges Thema. Wir geben Ihnen Indikationen für Cross- und Upsell-Potenzial. Wir erkennen und zeigen Ihnen auf, wo der Kunde Ihnen Antworten und Fragen stellt, die darauf hinzielen, dass er bereit wäre, von Ihnen weitere Produkte oder Dienstleistungen entgegenzunehmen. Oder wir zeigen Ihnen auch auf, wie Sie die Kunden besser im Unternehmen halten können und weniger Kunden verlieren können. Das ist der Hauptgrund und das ist Speech, Kundenzufriedenheit erhöhen. So, wir kommen zum Demo-Szenario, was Sie jetzt dann anschließend in der Demo sehen werden. Wir haben rund 90 Bankmitarbeiter-Kundengespräche simuliert. Dazu haben wir eine professionelle Mitarbeiterin von einer Schweizer Grossbank engagiert. Die hat rund 90 Gespräche geführt und wir hatten unterschiedliche Leute, die angerufen haben und verschiedene Gesprächssituationen simuliert haben. Die Gespräche wurden alle in Schweizerdeutsch geführt und mit Standard-Tools aufgenommen und anschließend, ich hoffe jetzt, Sie sehen meinen Bildschirm, ich gehe noch auf Vollbildschirmmodus. Das ist die Standardoberfläche von Speech Analytics. Diese Oberfläche können Sie frei gestalten. Da können Sie mit Widgets ganz unterschiedliche Screens definieren. Sie können einen Screen definieren für den Contact Supervisor. Sie können einen Screen definieren für Controlling und Sie können einen ganz anderen Screen definieren für Marketing. Alle diese Leute möchten wahrscheinlich unterschiedliche Informationen aus den Kundengesprächen rausfiltern. Was Sie hier sehen, das ist ein wichtiger Punkt hier, diese 78 Gespräche. Das sind die Demo-Beispiele, die wir hier haben. Und die Zahl wird sich dann teilweise verändern, je nachdem, was wir auswählen oder welche Selektionskriterien, das wir angeben. Hier unten sehen Sie die einzelnen Gespräche. In der linken Spalte sehen Sie den Mitarbeiter, der das Gespräch entgegengenommen hat. In der nächsten Spalte sehen Sie der Kunde, der angerufen hat, die Telefonnummer, des Kundens, wie lange das Gespräch, gedauert hat und zu welchem Datum und Uhrzeit das Gespräch entgegengenommen wurde. Auch diesen Screen hier können Sie frei ändern. Sie können weitere Informationen dazufügen oder Sie können auch weitere Informationen anders anzeigen oder anders gestalten. Ich gehe jetzt mal in ein einzelnes Gespräch rein. Ich klicke hier mal auf den Button, der mir das Gespräch anzeigt. Und hier habe ich als erste Information in der ersten Reihe sehen Sie den Audio-Stream. In der oberen Zeile sehen Sie, was der Mitarbeiter spricht und in der unteren Zeile sehen Sie, was der Kunde spricht, im zeitlichen Ablauf drin. Und Sie können hier jetzt an beliebige Stellen springen in diesem Audio-Stream und Sie sehen, was der Mitarbeiter hier zu dem Zeitpunkt ge gesagt hat, oder Sie können hier schauen, was der Kunde zu dem Zeitpunkt gesagt hat. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie sich das Gespräch anschauen können über den Audio-Stream. Was Sie hier unten sehen, das ist das Gespräch in Skriptform. Also auf der linken Seite sieht man den Bankmitarbeiter, in unserem Fall die Bankmitarbeiterin Jasmin Cacciano. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Kunden. In diesem Beispiel ist das die Frau Bauer. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich,
zu diesem Gespräch mal das Audio hören. Also ich will nicht nur die Texte hier anzeigen, ich möchte mal hören, was wurde hier wirklich gesprochen. Ich klicke hier an Anfang des Gespräches und drücke auf den Play-Button. Musterbank, mein Name ist Cacciano, wie kann ich behilflich sein? Grüezi, da ist Bauer. Grüezi wohl, Frau Bauer. Ich muss eine Zahlung ins Ausland, also nach Amerika muss ich eine Zahlung machen. Ich habe eine Frage, ob Sie mir dabei helfen können, wie ich das genau machen muss. Ja, klar. Haben Sie die Angaben vom Begünstigten in Amerika? Name, Adresse, Kontonummer, Bankangaben? Ja. Super, sehr gut. Ja, klar, Frau Bauer, ich helfe Ihnen gerne. Möchten Sie mir zuerst noch schnell eine Konto- oder IBAN-Nummer angeben? Dann können wir unter Umständen auch den Bildschirm. So, ich stoppe das mal hier. Ich glaube, Sie haben gesehen, wie das funktioniert. Ich kann mir jetzt das ganze Gespräch anhören. Ich kann mir aber auch nur die Texte anschauen. Also ich kann beliebig durchgehen in den Gesprächen. Das war jetzt ein Gespräch und selbstverständlich kann ich beim nächsten Gespräch wieder genau dasselbe machen. Ich kann mir das Audio anschauen, den Audiostream. Ich kann mir Text in Skriptform anschauen bei beliebigen Gesprächen. Und Sie haben es gehört, es wurde Schweizerdeutsch gesprochen, aber der Text wurde automatisch auf Hochdeutsch transkribiert. Das ist mal das, was grundsätzlich zur Verfügung steht, wie man die Gespräche anhören und anschauen kann im Detail. Jetzt kommen wir zum oberen Bereich des Bildschirms. Hier hat es ein Widget, eine sogenannte Word Cloud. Und in dieser Word Cloud sieht man, wie häufig kommt welches Wort vor in diesen 80 Gesprächen. Ganz in der Mitte steht Musterbank. Selbstverständlich kommt das am häufigsten vor, weil unser Demo-Beispiel hier ist in der Musterbank. Und das wird natürlich bei jedem Gespräch erwähnt. Und selbstverständlich, weil wir hier bei der Schweiz, in der Schweiz sind, beginnt auch jedes Gespräch irgendwie mit Grüezi oder so ähnlich. Diese Word Cloud können Sie frei definieren. Jetzt, für mich sind das jetzt ein bisschen zu viele Informationen. Das ist für mich zu verwirrend. Ich gehe jetzt mal bei den Settings hin und sage, okay, ich möchte jetzt in dieser Word Cloud nur noch Worte anzeigen, die fünfmal oder häufiger vorkommen. Ich drücke die fünf, sage, drücke Enter. Und jetzt sehe ich die Worte nur noch, die in den Gesprächen fünfmal oder häufiger vorkommen. Ich gehe jetzt mal in diese Word Cloud rein und ich tippe mal auf das Wort Filiale. Und das System zeigt mir schon, das Wort Filiale kommt in 41 Gesprächen drin vor. Und wenn ich nachher auf Filiale drücke, dann müssen Sie sich hier die Anzahl Gespräche im Auge behalten. Weil sobald ich hier drauf drücke auf Filiale, ändert sich hier unten die Anzahl der Gespräche auf 41. Also das Wort Filiale kommt nur in 41 von diesen Gesprächen drin vor. Und ich könnte mir jetzt hingehen und mir diese Gespräche anschauen, wo das Wort Filiale drin vorkommt. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich möchte nicht nur die Gespräche, wo das Wort Filiale drin vorkommt, sondern ich möchte noch ein weiteres Wort hier auswählen. Ich wähle zum Beispiel Geld an. Hat irgendjemand mal Geld gesagt? Und siehe da, aus unseren 80 Gesprächen hat es drei drin, wo das Wort Filiale und Geld drin vorkommt. Ich sehe die drei Gespräche. Ich wähle mal eins an, ich nehme gleich das erste. Und wenn ich hier beim Gespräch ein bisschen runterscrolle, und in die Details reingehe, dann sehe ich, beim Audiostream hier hat es ein Teil, der rot markiert ist. Und ich klicke hier auf den roten Teil und ich sehe, aha, hier ist die Stelle, wo unsere Mitarbeiterin das Wort Filiale und Geld erwähnt hat. Und ich sehe auch darunter im Audiostream des Kunden eine rot markierte Stelle. Und ich sehe, okay, auch der Kunde hat das Wort Geld verwendet. Also so kann man ganz, ganz einfach in der Word Cloud oben Worte auswählen und kriegt dann nur die
Gespräche angezeigt, in denen das Wort oder die Worte, die man ausgewählt hat, drin vorkommen. Ich klicke das wieder weg, ich klicke Geld weg, ich klicke Filiale weg. Und ich würde Ihnen jetzt gerne hier auf der rechten Seite die Marker Cloud erklären. In der Marker Cloud können Sie sogenannte Entities oder Überbegriffe definieren. Diese Marker Clouds kann der Anwender selber definieren. Also Sie können selber festhalten, was Sie auswerten wollen als Marker Cloud und was Sie als Auswertung zur Verfügung stellen wollen. Zum es besser zu veranschaulichen, zeige ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele. Also wir haben hier mal vorbereitet positive Emotionen. Wir haben ein Marker Cloud mit Konkurrenzfirma oder Produkten vorbereitet. Wir haben eine Marker Cloud mit Online-Banking, Thema Geldwäscherei, verbotenes Vokabular oder auch negative Emotionen. Ich wähle jetzt mal einen Marker an. Das ist jetzt in meinem als Beispiel hier Saldo oder Kontostand. Und ich sehe jetzt, ich habe rund 14 Gespräche, in denen Saldo oder Kontostand oder irgendetwas, was nach Saldo oder Kontostand tönt, drin vorkommt. Ich kann jetzt hingehen und sagen, okay, ich klicke mal irgendwie in eins der Gespräche rein und ich sehe, okay, hier hat jemand gesagt Saldo und Abfrage und unten im Audiostream ist wieder markiert, wo die zwei Markers vorkommen. Hier hat nämlich der Kunde gesagt, er möchte seinen Saldo abfragen oder auch hier unten im Text finde ich die zwei Worte, die im Marker Saldo oder Kontostand enthalten sind. Ich kann mal bei einem anderen Gespräch noch reinklicken und hier wurde nur nach Saldo gefragt. Ich glaube, Sie haben gesehen und verstanden, wie das funktioniert. Jetzt ist es so, jetzt in meinem Beispiel, wir sind hier bei einer Schweizer Bank, da fragt irgendjemand Saldo oder Kontostand ab und ich möchte jetzt als Supervisor sicherstellen, dass meine Bankmitarbeiterin dem Kunden Verifizierungsfragen stellt, bevor sie ihm den Saldo oder den Kontostand mitteilt. Und wie schon gesehen, also ich habe 14 Gespräche, in denen nach Saldo oder Kontostand gefragt wird. Und jetzt klicke ich mal noch auf den Marker Verifizierung. Und siehe da, ich habe nur 12 Gespräche, bei denen Saldo und Kontostand vorkommt und bei denen Verifizierung, Fragen gestellt wurden von meiner Mitarbeiterin. Und jetzt würde mich eigentlich interessieren, welches sind die Gespräche, wo meine Mitarbeiterin über Saldo und Kontostand gesprochen hat, aber keine Verifizierungsfragen gestellt hat. Da kann ich hier auf Filter klicken. Im Filter sehe ich wieder die beiden Marker, Verifizierung und Saldo-Kontostand. Und ich wähle jetzt mal den Marker Verifizierung an und drücke hier auf Exclude. Und jetzt ist Verifizierung durchgestrichen. Das heißt, okay, jetzt wird nur noch gesucht nach Gesprächen, wo Saldo und Kontostand drin vorkommt, aber keine Verifizierung vorgenommen wird. Und ich drücke jetzt hier auf die Suche und siehe da, jetzt habe ich die zwei Gespräche, wo über Saldo und Kontostand gesprochen wird, aber keine Verifizierung stattgefunden hat. Und jetzt als Supervisor, das möchte ich mir mal genau anschauen, wieso hat meine Mitarbeiterin keine Verifizierungsfragen gestellt? Ich klicke das erste Gespräch an. Ihr bestätigt es nochmal, es wurde über Saldoabfrage gesprochen und das Gespräch, das möchte ich mir jetzt mal anhören. Was ist da vorgefallen in dem Gespräch? Ich springe hier zum Anfang und sage Play. Musterbank, mein Name ist Gaggiano. Grüezi, Frau Gaggiano, Grüezi, Fässchen Papa. apparat. Ich habe mein Saldo abgefragt vom Konto, dass da diese Zahlungen reingekommen sind. Ich weiß nicht, ob Ja, die schon klar. drinnen ist. Ja, müssen Sie mir schnell ein Konto oder IBAN-Nummer angeben? Kann ich machen, ja, das ist CH19. Moment. CH19.
Ich rufe gerade einmal zurück. Ade. Ade. Also, hier ist klar, wieso, dass die Mitarbeiterin keine Verifizierungsfragen stellen konnte, weil der Kunde hat das Gespräch mitten im Gespräch drin abgebrochen. Also, der Fall ist völlig okay und völlig klar. Jetzt möchte ich beim zweiten Gespräch noch reingehen, wo keine Verifizierungsfragen gestellt wurden und mir das mal anschauen. Ich könnte es mir jetzt anhören in allen Details. Ich könnte hier durch den Text durchgehen. Und ich erkläre Ihnen jetzt mal, was das Resultat ist, ohne dass ich das ganze Gespräch anhören. Hier hat die Kundin gesagt, dass sie Mühe hat mit Online-Banking und unsere Mitarbeiterin erklärt der Kundin, wie sie Online-Banking bedienen muss. Und die Kundin macht das selber am Telefon. Die Mitarbeiterin gibt der Kundin also keinen Kontostand oder keine Saldoinformationen an. Das macht die Kundin alles selber und es werden keine vertraulichen Informationen ausgetauscht. Daher ist es völlig in Ordnung, auch in diesem Fall, dass die Mitarbeiterin keine Verifizierungsfragen gestellt hat. Also das sind so Beispiele, die man auswerten kann mit Markers. Ich lösche diese beiden Marker wieder und geh mal auf das Beispiel negative Emotionen. Ich möchte jetzt mal sehen, negative Emotionen. Und wir haben definiert, dass wir die negativen Emotionen nur auf der Kundenseite messen wollen. Ich klicke diesen Marker mal an und ich sehe schon, von den 78 Gesprächen hat es rund 17 dabei mit negativen Emotionen auf der Kundenseite. Ich könnte jetzt in irgendein Gespräch reingehen, wo meine Mitarbeiterin Heidi Vogt mit einem Kunden Nahi Muhibi spricht. Ich wähle mal das an und man sieht schon, hier hat der Kunde der Mitarbeiterin gesagt, das ist ihr Job, er zweifelt die Freundlichkeit an, er zweifelt die Professionalität an und das findet hauptsächlich in diesem Gesprächsabschnitt statt. Also ich kann reingehen in die Gespräche, schauen, wo hat es negative Emotionen drin, wo kommt das drin vor im Gespräch. Negative Emotionen auf der Kundenseite im Gespräch sind eigentlich eine natürliche Sache. Ich habe Kunden, die rufen an, die haben ein Problem, sind verärgert, grundsätzlich noch kein Problem. Für uns ist aber wichtig, dass wir den Kunden richtig abholen können und dass wir die negativen Emotionen des Kunden in positive Emotionen umwandeln können. Und jetzt möchte ich mal schauen bei diesen Gesprächen, wie viele habe ich, die negative Emotionen und positive Emotionen haben. Und siehe da, ich habe 14 Gespräche, die negative und positive Emotionen haben. Und das kann ich jetzt genau wieder messen und auswerten. Kunde hat zwar negativ begonnen, hat aber zum Schluss das Gespräch durchaus positiv verlassen, weil der Mitarbeiter ihn glücklich und zufrieden gemacht hat. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten mit diesen Markers, um beliebige Themen und Überbegriffe und Entities selber zu definieren und selber auszuwerten. Wir haben jetzt zu wenig Zeit, ich kann Ihnen jetzt nicht zeigen, wie Sie die Marker definieren, das ist aber super einfach. Und wenn wir mal ein bisschen längere Demo machen, da kann ich Ihnen zeigen, wie Sie innerhalb von einer Minute oder zwei selber Marker definieren können. Was ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen möchte, bevor wir hier zum theoretischen Teil übergehen, das sind Auswertungen. Wir bieten Ihnen diverse Widgets mit Standardauswertungen. Die können Sie auch selber definieren. Hier ist ein Beispiel von einem Widget. Da haben wir gemessen vom Gesprächsanteil, wie viel Prozent hat mein Mitarbeiter gehabt vom Gesprächsanteil und wie viel Gesprächsanteil hat der Kunde gehabt. Und on average über alle meine Mitarbeiter haben meine Mitarbeiter 52% Gesprächsanteil, der Kunde hat 43% Gesprächsanteil. Und die schnellen Rechner haben gemerkt, hier ist noch nicht ganz 100, wenn man das zusammen erzählt. Und wir messen auch die Silence. Wie lange ist ruhig? Also gibt zum Beispiel, wie lange hat niemand gesprochen? Und das kann auch
durchaus auch ein Indikator sein, dass ich sage, okay, ich möchte mir mal alle Gespräche anschauen, wo es lange ruhig ist am Telefon, wo plötzlich niemand mehr spricht. Und was wir also messen können, das sind die Interruptions. Also wie viel Mal haben die Leute sich gegenseitig unterbrochen? Und wir haben in der Demo ein paar Beispiele drin, wo man sehen und hören kann, der Kunde und der Mitarbeiter unterbrechen sich ständig am Telefon. Und das sind durchaus Themen, die man mal auswerten und sich genau anschauen will. Hier ist die Auswertung oben über alle Mitarbeiter. Ich kann mir das dann anschauen pro Mitarbeiter. Wie viel Anteil am Gespräch hat er? Wie viel Anteil am Gespräch hat der Kunde? Wie viel Mal wurde unterbrochen? Und ich sehe hier schon ein Beispiel. Meine Mitarbeiterin Monika Müller, die neigt dazu, dass sie oder ihre Kunden sich gegenseitig viel häufiger unterbrechen. Und das wäre vielleicht auch mal ein Anlass, um in das Gespräch reinzugehen und sich das genauer anzuschauen, wieso wird da gegenseitig unterbrochen. Hier unten habe ich ein weiteres Widget, das ist, zu welchem Datum und zu welchem Zeitraum sind die Gespräche reingekommen. Ich habe es hier jetzt datumsmäßig, jetzt sieht man, hier sind ein großer Anteil der Gespräche sind am 20. reingekommen, ein Teil am 21., wenig am 22. und dann wieder mehr am 23. Das kann ich über Tage, über Wochen oder auch über Stunden festlegen. Das ist grundsätzlich mal interessant, dass ich schauen kann, wie verteilen sich die Gespräche. Jetzt kann ich aber hingehen und die Gespräche noch filtern. Sie haben vorhin die Markers gesehen. Ich kann zum Beispiel mal feststellen, wie häufig habe ich Gespräche, die zum Beispiel über dritte Säule und Pensionierung gehen und wie ist da die zeitliche Verteilung? Oder wann habe ich meistens Gespräche, zu welchem Zeitpunkt von Kunden, die die Bank wechseln wollen? Und auch hier wieder, ich kann beliebige Wörter, Wortfolgen vom Kunden, vom Mitarbeiter, Entities, Marker kann ich frei definieren und mir über einen Zeitraum anzeigen. Ich mache auch ein Beispiel hier. In der Schweiz macht die Zürcher Kantonalbank zurzeit eine große Kampagne für ihr dritte Säule-Produkt, Frankly. Da wird teure Fernsehwerbung geschaltet und hier könnte man hingehen und bei ZKB, also nur ein Beispiel, machen wir nicht wirklich, aber man könnte hingehen und schauen, am Sonntagabend wurde Werbung geschaltet, habe ich dann am Montag, Dienstag oder Mittwoch vermehrt Kunden, die zu diesem Thema, zu diesen Produkten Anrufe schalten. Also da gibt es unzählige Auswertungsmöglichkeiten, die ich machen kann und auch hier wieder dasselbe ist wie vorher, bei den Einzelgesprächen. Ich kann diese Widgets frei definieren und gewissen Mitarbeitern zuordnen. Im Sinne der Zeit stoppe ich jetzt die Demo. Wie erklärt, da können wir noch viel tiefer zusammen in die Tiefe gehen, das noch viel ausführlicher erklären. Aber ich glaube, jetzt für die kurze Demo sollte das reichen. Ich stoppe das wieder und bin wieder auf der Präsentation. Demo haben wir gesehen und wir kommen zum nächsten Punkt. Was nützt mir das überhaupt, was wir jetzt Ihnen gezeigt haben mit Speech Analytics? Und welche KPIs können Sie messen mit Speech Analytics bei Ihnen im Contact Center? Die häufigsten KPIs im Contact Center sind sicher First Contact Resolution, also wird der Kunde vom ersten Mitarbeiter bereits zu seiner Zufriedenheit bedient? Ein zweites wichtiges Thema, Average Handling Time, wie lange dauert es, bis ich den Kunden zufriedengestellt oder bedient habe? Und ein wichtiger weiterer KPI im Contact Center ist sicher Net Promoter Score oder das Messen der Kundenzufriedenheit.
So, wie können wir sie jetzt unterstützen? Bei First Contact Resolution können wir natürlich analysieren, ist das Gespräch über verschiedene Mitarbeiter gegangen, wie schnell hat welcher Mitarbeiter das Kundenproblem gelöst. Wir können auch analysieren, wieso rufen uns unsere Kunden an. Das ist etwas, was erstaunlicherweise viele Firmen gar nicht wissen. Die wissen nicht, wieso ihre Kunden anrufen. Und wir können natürlich die Anrufgründe der Kunden in strukturierte Daten umwandeln. Und wir können ihnen ganz genau sagen, wieso rufen ihre Kunden an, zu welchen Tageszeiten, an welchen Wochentagen oder auch wann im Monat. Wir können ihr Skill- oder Content-Based Routing optimieren. Wir können sicherstellen, dass die richtigen Themen an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden. Und selbstverständlich können wir auch zusammen mit Ihnen das Automatisierungspotenzial erkennen. Also wie viele Kunden rufen an und haben ganz einfache Fragen, die wir Ihnen eigentlich vollautomatisch beantworten können. Dann bei Average Handling Time, wir können erkennen, was sind die Gründe für Unterbrechungen oder Wiederholungen. Wieso muss der Kunde etwas dreimal wiederholen? Wieso verstehen wir ihn nicht? Oder umgekehrt, wieso versteht unsere Mitarbeiterin den Kunden nicht? Wir können Best Practice Beispiele erstellen. Was waren gute und erfolgreiche Gespräche? Können die aus diesen Gesprächen Skripts erstellen, wo wir Best Practice messen können. Und wir können natürlich auch erkennen, wo eine lange Gesprächsdauer stattgefunden hat. Und wir können darauf resultieren, reagieren und den Mitarbeitern trainieren. Und selbstverständlich Net Promoter Score, also Kundenzufriedenheit. Ich kann automatisch messen, wie viele Promoter-Gespräche habe ich. Ich kann messen, wie viele Detraktor-Gespräche habe ich. Bei welchen Mitarbeiter habe ich die? Zu welchen Themen habe ich die? Wo mache ich die Kunden glücklich und wo mache ich sie weniger glücklich? Und ich kann Frühwarnsignale aufstellen, um zu erkennen, ob Kunden uns verlassen wollen und nicht zufrieden sind mit unseren Dienstleistungen und mit unserem Service am Telefon. Das sind die Möglichkeiten, wie wir die wichtigsten KPIs im Contact Center unterstützen können. Jetzt ist es wichtig, wir stellen hier die Tools zur Verfügung, um kontinuierliches Lernen und Verbessern zu unterstützen. Auf der einen Seite können wir die Gespräche analysieren, selbstverständlich, das haben Sie gesehen. Wir können aus den Gesprächen Verbesserungspotenzial erkennen, auf der Mitarbeiterseite oder auch bei den Services und Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir können eine Strategie erstellen, wie wir diese Gespräche verbessern oder die Services verbessern können. Wir können Prüfskripts erstellen. Das konnte ich Ihnen vorher nicht zeigen. Wir können zum Beispiel prüfen, hat der Mitarbeiter versucht, den Cross- und Upsell zu machen? Hat der Mitarbeiter unsere aktive Kampagne erwähnt? Wir können Prüfskripts erstellen und das dann richtig messen und echte Daten zur Verfügung stellen für das Coaching der Mitarbeiter. Selbstverständlich können wir wieder neue KPIs festlegen und wir können die KPIs wieder messen und analysieren und wir sind da somit in einem iterativen Prozess der ständigen Verbesserung der Dienstleistungen, die wir anbieten und der ständigen Verbesserungen der Mitarbeiter. Dann Reportings und Tools, ein wichtiges Thema. Sie haben bei sich im Unternehmen, Sie haben tolle CRM-Tools, Sie haben BI-Tools, Sie machen Auswertungen aus den Transaktionen und wir stellen Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, dass alles, was Sie bisher gesehen haben, dass Sie das alles extrahieren können und mit bestehenden Daten und Systemen korrelieren und interagieren lassen können. Also wir haben Open APIs. Sie können alle Selektionen anwählen, die wir Ihnen vorher gezeigt haben. Und Sie können diese Daten frei auswerten oder in anderen Systemen weiter verarbeiten.
Also hier ein wichtiges Thema sind Reporting-Tools. Wir stellen Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie alles, was Sie bisher gesehen haben, dass Sie diese Daten extrahieren können und Sie können diese Daten in Ihren eigenen bestehenden Applikationen und Systemen weiterverwenden. Also Sie können das korrelieren mit Ihren CRM-Daten, Sie können es korrelieren mit Ihren Banksystem oder sonst was immer für Systeme haben. Sie können die Daten auswerten hier und weiter verwenden. Wir haben hier Open APIs und die APIs erlauben Ihnen, alle Selektionen zu treffen und dann die Daten zu extrahieren in beliebigen Formaten. So, jetzt noch Kundennutzen. Ich zeige Ihnen hier den Kundennutzen auf. Ein Beispiel einer Bank. Selbstverständlich gibt es bei anderen Branchen und Unternehmen ähnliche Kundennutzenbeispiele. Ich beginne mal, was Sie machen können. Sie können das Cross- und Upsell-Potenzial identifizieren. Sie können erkennen, ob Kunden, die Sie anrufen, über Konkurrenzprodukte sprechen. Da erwähnt jemand, dass die Bank XY ein viel besseres Produkt hat. Sie können zum Beispiel erkennen, dass der Kunde darüber spricht, dass er sich bald pensionieren lassen will. Und Sie können zum Beispiel erkennen, dass es Möglichkeiten ihm gibt, ihm hier dritte Säule Konto anzubieten. Sie können erkennen, wenn der Kunde Ihnen sagt, dass er sein Geld zu Hause unter der Matratze aufbewahrt, oder Sie können erkennen, wenn er irgendwelche fremde Online-Trading-Produkte verwendet. Also es ist ganz beliebig, was Sie hier auswerten und erkennen können, um Cross- und Upsell-Potenzial zu identifizieren und diesen Kunden, die Sie erkannt haben, dann anschließend entsprechende Angebote zu machen. Dann Kundenbindung erhöhen, wichtiges Thema, haben wir schon erwähnt. Sie können auswerten, was sagen Kunden zu uns, bevor sie den Vertrag kündigen. Und diese Kriterien können Sie anwenden auf die zukünftigen Gespräche. Und somit können Sie erkennen, wenn ein Kunde das Risiko mit sich trägt, dass er unser Unternehmen verlassen will oder unzufrieden ist. Und dann können Sie die richtigen Aktionen daraus ableiten. Dritter Punkt, Sie können das Automationspotenzial erkennen. Sie können zum Beispiel erkennen, wenn Kunden ganz einfache Fragen stellen, die man sehr einfach automatisch beantworten könnte. Und als vierter und letzter Punkt, das habe ich schon erwähnt, Sie können die Daten, die wir Ihnen gezeigt haben, automatisch in Ihre CRM- und BI-Tools integrieren und übertragen. So. Dann, Sie fragen sich sicher schon lange, okay, wie kompliziert ist das und wie lange geht das, bis Sie starten können? Und das habe ich Ihnen eingangs erwähnt. Sie brauchen keine Telefonieintegration. Sie brauchen keine IT-Integration. Sie brauchen lediglich Ihre Kunden-Mitarbeiter-Gespräche in Audioformat. Die meisten Unternehmen machen bereits Recordings. Und wenn Sie das noch nicht machen, dann können wir Ihnen auch hierzu die Tools zur Verfügung stellen, dass Sie die Daten ganz einfach auswerten können aus den Telefoniegesprächen. Und dann geht's los mit dem ersten Punkt. Wir zeigen Ihnen genau auf, was Sie machen müssen, um an diese Daten zu gelangen. Wir werden die Modelle für Sie aufbauen. Wir werden für Sie erste Markers und Skripts erstellen. Wir machen das jeweils in kurzen Workshops zusammen mit Ihnen und innerhalb von 3 Wochen sind Sie produktionsready. Also innerhalb von 3 Wochen kann diese Lösung für Sie produktionsreif laufen mit Ihren eigenen Markers, mit Ihren eigenen Auswertungen und von dem Zeitpunkt weg können Sie automatisch oder auch manuell weitere Daten hochladen und das kontinuierlich weiterverwenden und kontinuierlich weiterverwenden, selbstverständlich auch ohne uns. Also innerhalb von 3 Wochen sind Sie von Zero
up to speed. Jetzt haben wir hier noch vorgesehen, eine Umfrage zu machen, weil wir jetzt aber trotzdem schon viel Zeit verschwendet haben mit diesem PC-Problem, würde ich jetzt vorschlagen, wir springen über die Umfrage hinweg und kommen zum nächsten Agenda-Punkt. Und das wären Ihre Fragen. Sie haben, ich glaube, jetzt während den letzten 45 Minuten schon Fragen niedergeschrieben im Chat. Und mein Kollege Stefan Fehlmann wird Ihnen jetzt Ihre Fragen beantworten. Stefan, kann ich an dich übergeben? Vielen Dank, Jörg. Ich würde jedoch eine Korrektur anbringen. Und zwar, es ist ja nur eine Frage, ich würde sie stellen und ich würde das Webinar nicht später via Zoom machen, sondern wir werden es für uns aufnehmen und dann werden wir ein Recording in die Runde schicken. Weil wir können nicht verlangen, dass dann nochmals alle sich einwählen. Somit würde ich vorschlagen, geh noch ein Slide zurück, frage diese eine Frage und dann gehen wir durch die Fragen im Chat und versenden ein Screen Recording Video. Perfekt. Carmen, kannst du die Fragen einblenden? So, das hier sind ein paar Fragen von uns an Sie. Sie können den Bildschirm hochscrollen, Sie können mehrere Antworten geben und die Frage lautet, wo kann die Sprachanalyse Sie in Ihrem Business am besten unterstützen? Und da würden wir Sie bitten, geben Sie uns Ihre Antworten, wo Sie die beste Unterstützung sehen. Sie können auch sagen, dass das für Sie kein Potenzial hat. Auch das wird uns wundern nehmen. Und dann, wenn alle abgestimmt haben, dann würden wir am Schluss die Resultate zeigen, damit alle sehen, wo die Interessen der Teilnehmer liegen. Wir lassen das jetzt etwa 15 Sekunden noch offen, damit Sie Ihre Antworten eingeben können. Ich sehe schon, die kommen alle rein, die Antworten. So. Also, ich glaube, das reicht schon. Die meisten haben ihre Antworten gegeben. Und Sie sehen jetzt auf Ihrem Bildschirm die Antworten, die die anderen Teilnehmer hier am Webinar gegeben haben. So, spannend, ganz, ganz unterschiedlich gelagert, hauptsächlich Kundenzufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Automatisierungspotenzial sehen wir ähnlich. Gut, Carmen, da würde ich dich bitten, zurück auf die Präsentation und dann wären wir jetzt beim Agenda-Punkt, wo mein Kollege Stefan Fehlmann Ihre Fragen beantwortet. Super, vielen herzlichen Dank und nochmals eine herzliche Entschuldigung von unserer Seite für diese Unannehmlichkeiten, müssen wir mal bei Apple nachfragen. Ich gehe mal ganz kurz durch die Liste, ich habe gesehen, da sind doch schon einige Fragen zusammengekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich starte gleich von oben und gehe einfach durch. Also das heißt mit der ersten Frage, Sie sehen ja alle die Fragen ebenfalls, ob das nur online oder offline funktioniert. Da ist beides möglich, online oder offline. Das bestimmen Sie, wie Sie das haben möchten. Das könnte Realtime sein oder dass man zum Beispiel über die Nacht alle Audios zum Beispiel analysieren lassen würde automatisch. Dann, ob die Präsentation im Anschluss verfügbar ist, selbstverständlich. Und wie gesagt, wir werden auch ein Video verschicken, wo dann auch alles drauf ist. Dann können Sie das auch jederzeit ansehen oder auch mit Ihren Kollegen teilen. Das machen wir natürlich auch sehr, sehr gerne. Leider können wir jetzt nicht zeigen, wie die Audiodateien an Speech gesendet werden können. Das können wir aber auch gerne bilateral lösen. Gerne zeigen wir Ihnen das auch noch ein bisschen detailliert drauf, wie das gemacht werden kann. Die Frage war, wie viel Daten das es braucht, um das Tool richtig zu benutzen. Da ist die Antwort, da kommt es ein bisschen drauf an, ob es online oder offline ist und es kommt ein bisschen auf die Domäne drauf an. Wenn es eine Domäne ist, wo wir schon ganz viele Projekte gemacht haben und dementsprechend auch sehr flott unterwegs sind, braucht es ein bisschen weniger. Grundsätzlich sagen wir jedoch etwa 5 Stunden an Audiodaten
wo es braucht, um das auf eine Qualität zu bringen, wo es wirklich nützlich ist, und auch die Transkription, die Sie unten gesehen haben von dem Gespräch, dementsprechend aufschlussreich ist. Dann kommt die Frage noch auf bezüglich der Integration und der Metadaten, sowie die Personendaten etc., woher Speech weiß, mit wem oder von wem diese Audiodaten kommen. Da ist selbstverständlich richtig, wenn es diese Informationen mit angezeigt werden soll, dann werden diese Informationen auch an Speech übermittelt, sonst kann das nicht im Tool angezeigt werden. Wenn Sie das aber alles anonymisiert haben möchten, können Sie das entweder im Tool anonymisieren, dass man es im Tool nicht sieht, oder dann sogar die Audiodateien anonymisiert auf dieses Toolkit laden, und dann kann es natürlich keine Metadaten subtrahieren und Sie sehen dann auch keine CRM-Angaben. Also von dem her, da ist es wirklich sehr individuell gestaltbar. Dann bezüglich Datenschutz, das um normale Spracherkennung geht und die meisten Unternehmen bereits ihre Gespräche aufnehmen und dementsprechend normalerweise eine Bandansage haben, ist das absolut ausreichend. Jedoch zum Thema Mitarbeiterüberwachung haben Sie das auch richtig dargelegt. Da braucht es selbstverständlich eine Information und eine Einwilligung der Mitarbeiter. Gesetzeswegen ist es nicht erlaubt, die Mitarbeiter konstant, ich sage jetzt mal, zu überwachen, außer sie haben da eingewilligt. Somit müsste man entweder den Mitarbeiterkanal komplett ausblenden. Das kann man, wenn die Audiodateien in Stereo, also in zwei Kanälen aufgenommen wird, dann kann man den Mitarbeiterkanal eigentlich komplett ignorieren und somit wird er nicht in die Analyse mit einfließen, oder aber man hat den Opt-in der Mitarbeiter. Zur Integrationszeit von etwa den 3 Wochen, die Jürg vorgestellt hat, ich glaube, diese Frage hat sich dann auch damit erledigt. Und dann kamen wir da noch weiter, ob es auch auf Englisch funktioniert. Ja, das tut es. Auf all den Sprachen, die wir zurzeit abdecken, funktioniert es out of the box. Das heißt Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Französisch, Englisch, Russisch. Wir sind aber auch stets daran, weitere Sprachen zu implementieren und mit einfließen zu lassen. Jetzt habe ich gesehen, dass ich da noch eine Frage übersprungen habe. Ob das Vokabular nur auf die Bankdomäne trainiert wurde. Das ist es nicht. Wir haben, wie gesagt, eigentlich über alle Domänen oder die meisten Domänen haben wir mit einfließen lassen. Aber natürlich sind wir gerade im Finanzwesen sind wir sehr stark unterwegs, da wir da die meisten Projekte machen und somit auch die Modelle am besten lernen können. Und dann selbstverständlich kann man das auch on-premise haben. Also das läuft nicht nur aus der Cloud. Also Cloud ist natürlich das ideale und das schnellste Setup, aber grundsätzlich kann man auch dieses Tool einfach on-site bringen und dann bei Ihnen installieren. Und dann gehe ich jetzt aber runter. Dann haben wir die englische Frage, ob man eine Zusammenfassung des Gesprächs ob man eine Zusammenfassung kriegt, ob das Gespräch zufrieden verlaufen ist oder nicht. Ja, das kann man auch, das konnten wir leider nicht zeigen. Also wir können in einem Reporting darstellen, welche Gespräche sind positiv verlaufen, welche sind negativ verlaufen, welche haben zum Beispiel negativ angefangen, aber dann positiv aufgehört und so weiter. Also das ist alles Bestandteil vom Reporting, das wir jetzt leider nicht zeigen können. Das werden Sie aber dann im Video noch sehen. Und dann von den Marker Clouds, ob die vordefiniert gegeben werden können, das kann gemacht werden. Das ist jetzt, hat jetzt noch niemand so gewünscht, aber das kann so, ich sage jetzt mal, schon so kommen, dass man ein paar Marker oder so die gängigen Gruppen vorfindet. Aber schlussendlich sind Sie dann die Spezialisten und Sie wissen am besten, welche Gruppierungen Sie haben möchten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht bei jedem Kunde gleich ist. Aber so eine Marker-Cloud zu erstellen, ist wirklich extrem einfach. Ich habe es ganz kurz gezeigt gehabt. Also man kann wirklich einfach nur den Marker benennen und von Hand alle Wörter eingeben, die in diese Klasse fallen.
und dann werden die automatisch im Text gesucht und in diese Markergruppierung eigentlich transferiert und dann werden die dort angezeigt. Die Reporting-Frage haben wir beantwortet, leider nicht gesehen, werden Sie aber dann auf dem Video noch sehen, dass wir Ihnen zusenden werden. Und ja, es ist auch ein visuelles Reporting mit Statistiken. Sie können aber auch eine CSV-Datei auslesen, wo Sie dann weiterverwenden können für andere Tools, die Sie in-house bereits im Einsatz haben. Dann haben wir hier mein Zoom-Problem. Danke für den Tipp an Herrn Schilter mit dem Monitor. Dann gehe ich da mal ein bisschen runter. Welche Sprachen werden unterstützt? Haben wir beantwortet. Sicher alle Schweizer Sprachen und beide Deutsch. Zu den Emotionen, das ist auch richtig dargelegt. Genau, wir erkennen die Emotionen aufgrund von Wörtern und Ausdrücken. Also die werden kategorisiert, den Emotionen zugeordnet. Und das heißt, es werden nicht nur die Worte an sich Kategorien zugeordnet, sondern es werden die Worte im Zusammenhang analysiert. Also relativ oft formulieren wir ja etwas Negatives, aber meinen es positiv oder umgekehrt. Und da ist es wichtig, dass es in den Kontext gesetzt wird. Und ob alle User die Markers verändern können? Nein, also man hat normalerweise, ich sage es mal, normale User und man hat Admin-Users und da können alle Admin-Users können diese Marker aber jederzeit verändern und x-beliebig erweitern, wie sie das denn möchten. Und zu den Dialekten, ja, wir verstehen alle Dialekte, das dürfen wir, glaube ich, stolzerweise sagen, müssen aber auch realistisch bleiben und sagen, dass nicht alle Dialekte gleich gut verstanden werden. Also ich sage jetzt mal gerade so die zum Beispiel Zürich, sagen wir mal so Zentral-Nordschweiz, da haben wir halt am meisten Daten gehabt, da heraus ist unser Unternehmen gewachsen, daher sind wir da sicher am stärksten unterwegs. Wenn wir jetzt aber Walliser Dialekt in den Dateien haben, da merkt man sicher einen Unterschied von der Qualität, aber weil wir ja die Modelle noch zusätzlich mit ihren Daten trainieren und wenn ihre Daten das Walliser Deutsch mitenthalten, dann haben sie dann eigentlich die gleiche Qualität in Walliser Deutsch, wie sie dann auch in Zürichdeutsch oder einem anderen Dialekt haben werden. Dann zur Frage, ob das Programm versteht, wer das Gespräch unterbrochen hat. Genau, das haben Sie oder war vielleicht nicht zu ersichtlich, aber werden Sie dann auf dem Video noch sehen. Also man sieht ganz klar, wer war am Sprechen und wer reingeredet hat oder wer aufgelegt hat. Also da haben wir auch diese Indikationen und können das dann eigentlich dementsprechend herausfiltern. Zum Audio Upload, ob der automatisch passiert. Auch hier gibt es beide Varianten. Man kann es manuell oder automatisch haben. Das ist kein Problem. Das entscheiden Sie, ob Sie ein Skript haben möchten, wo dann die eigentlich automatisch von dort, wo Sie die Audiodateien speichern, ins Tool geladen werden sollten. Und dann sogar auch, je nachdem, wo die Analytik dann schlussendlich wieder zurücktransferiert werden sollte. Ob die Anrufe anonymisiert sind, ist da noch eine Frage. Man kann die Anrufe anonymisieren. Es ist noch eine Erweiterung, wenn die Kunden die Firma verlassen haben, die Anrufe wieder zunehmen. Ich kann mir vorstellen, ob es darum geht, dass man die Audiodateien löschen sollte. Dementsprechend ist die Antwort ja. Gerade wenn man die Metadaten haben, dann sowieso, dann kann man einfach nur nach dieser Person suchen und alle Audiodaten löschen. Ansonsten kann man zum Beispiel nach Namen suchen oder nach Kundennummern suchen, die auf diese Person zusprechen und diese Dateien können dann aus der Datenbank jederzeit gelöscht werden. Und dazu muss man sagen, dass diese Dateien selbstverständlich immer im Besitz des Unternehmens steht. Also das heißt, es ist wirklich nur auf ihren Servern. Und dementsprechend wird niemand anders Zugriff haben als die Bank. Somit auch die nächste Frage mit den vertraulichen Daten. Also da, wie gesagt, dieser Datenschutz ist immer zu jeder Zeit gewährleistet.
Dann ist die Frage, ob die Umfrage vertraulich ist. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist. Sehr wahrscheinlich, ob man den Personennamen sieht. Wie Sie gesehen haben, sieht man das nicht. Ich hoffe, das war die richtige Antwort auf die Frage. Von dem her sollte das geklärt sein. Dann haben wir hier noch eine Frage. Wie funktioniert denn Aufnahme, die verschiedenen Aussprachen und Lexikon von Dialekten? Okay. Also da ist es so, dass man diese, also neue Wörter oder Dialekten, dass das ein Bestandteil ist von dem initialen Training, das wir machen. Aber auch wenn die Lösung im Einsatz steht, wird sie auch mit genügend Daten, wird sie einen Punkt erreichen, wo sie selbst lernend ist und sie dann dort eigentlich auch neue Wörter mit einfließen. Ein gutes Beispiel ist das Thema Covid gewesen. Wir haben da plötzlich ist ja das Vokabular aufgetaucht und das war ja natürlich nie in den Trainingsdaten vorhanden. Die Maschine hat aber dieses Wort selbstständig erkennen können und man konnte dann das eigentlich auch dementsprechend einem Marker zuteilen. Wenn es jetzt auf multilinguale Wörter gehen, wie hier ein Beispiel gebraucht wird, die Modelle sind immer sprachbezogen. Also das heißt, man muss dann eigentlich sozusagen die französischen Audiodateien in ein französisches Modell hineinladen und genau das Gleiche mit den deutschen. Es gibt so einen Hybrid-Ansatz, da ist die Technologie noch nicht ganz so weit. Wir testen aber auch daran, weil es vielleicht das eine oder andere Mal vorkommt, dass Gespräche plötzlich zwischen zwei Sprachen hin und her wechseln. Aber da sind wir an die Maturität von der Technologie gebunden. Dann haben wir noch eine Frage zur Performance. Mit zum Beispiel 5000 Anrufen auf demselben Niveau. Ja, das ist so. Also die Performance ist auf demselben Niveau und sogar je mehr Dateien das vorhanden sind, desto besser wird dann eigentlich auch das Tool. Je mehr Daten, desto besser wird die künstliche Intelligenz und dementsprechend natürlich noch besser auch die Performance vom Tool und die Qualität. Dann Integrationsmöglichkeiten in bestehende Sprachaufzeichnungssysteme. Das ist sehr eine gute Frage. Ist grundsätzlich gewährleistet. Das Einzige, was man da beachten muss, ist der Codec und die Komprimierung von den Audiodateien. Wenn sie jetzt zu stark und zu exotisch komprimiert wurden, dann wird es nicht möglich sein, dass das System die gewünschte oder die notwendige Qualität des Audios haben wird und dann wird es nicht funktionieren, aber in den meisten Fällen, selbst in diesem Fall, kann man dekomprimieren und dann sollte es funktionieren. Bis jetzt haben wir glücklicherweise noch diesen Case noch nicht gehabt, aber sehr eine gute Frage. Werden Fremdsprachen in der Zukunft unterstützt? Ich bin jetzt nicht sicher, was damit gemeint ist, ob welche Fremdsprachen oder den Hybridansatz von gemischten. Also wie gesagt, heute ist momentan so, dass dieses Tool ist out of the box auf dem Markt erhältlich. In Schweizerdeutsch, in Hochdeutsch, in Französisch, in Italienisch, in Englisch und in russischer Sprache. Das sind die 6 Sprachen, die jetzt sofort erhältlich sind. Wir arbeiten aber auch an Spanisch und anderen Sprachen. Also da kommt es einfach darauf an, welche Sprache Sie brauchen. Und dann kann das eigentlich um diese Sprache erweitert werden. Dann ist die Frage, ob das System die Sprache automatisch erkennt. Leider ist die Technologie auch hier noch nicht ganz so weit, dass man Sprachen automatisch erkennen kann. Google ist da am weitesten, hat einen Ansatz. Ich glaube, Sie können zurzeit von 4 verschiedenen Sprachen unterscheiden, sofern man aber angibt, um welche Sprachen dass es sich handelt. Auf Voice Input, nicht auf Text, aber auf Voice ist dort momentan die Limitation. Dafür braucht es einfach eine extreme Datenmenge und da können wir mit Google selbstverständlich nicht mithalten, dass sie jeden Tag tausende von Stunden sammeln können. Also somit, ja, die Frage zu beantworten, es braucht ein Modell, also man muss eigentlich sagen, um welche Sprache dass es sich handelt. Und damit das System eigentlich auf das richtige Sprachmodell zurückgreift.
Ich bin, muss da jetzt ein bisschen im Schnellzugtempo durchgehen. Ich hoffe aber, dass ich alle Fragen klar beantworten konnte und Sie Antworten erhalten haben. Wie gesagt, Sie dürfen jederzeit auf uns zukommen. Sehr gerne beantworten wir auch weitere Fragen oder auch individuelle Demos, wenn das gewünscht ist. Ja, somit würde ich nochmals gerne an meinen Kollegen Jürg das Wort zurückgeben und wünsche von meiner Seite schon mal einen schönen Abend und danke, dass Sie hier waren. Danke, Stefan. Also ich glaube, wir sind am Ende von der Veranstaltung hier. Wir werden die Demo sicher heute nochmal aufzeigen und rekorden und Ihnen zustellen, damit Sie die ganze Demo sich nochmal anschauen können, wenn Sie mögen. Und wir werden Ihnen auch das, was wir Ihnen heute gezeigt haben, auch gerne für Sie individuell nochmal zeigen. Ich möchte mich bedanken für die Geduld, die Sie gehabt haben. Wir haben jetzt trotzdem überzogen. Unser Ziel war eigentlich, dass wir nach 45 Minuten durch sind. Da bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend und viel Gesundheit und wenig technische Probleme. Als Zusammenfassung würden wir nochmal den Video abspielen, aber die Veranstaltung wäre hiermit eigentlich somit beendet. Und Sie dürfen sich gerne unseren Werbevideo, der alles zusammenfasst, noch anhören, solange bis Sie mögen. Besten Dank, schönen Abend und tschüss zusammen. Wollen Sie die Effizienz Ihres Callcenters verbessern? Wollen Sie den Umsatz Ihres Callcenters erhöhen? Wollen Sie Ihren Kundenservice verbessern? Wollen Sie die Kosten für die Qualitätssicherung senken und trotzdem alle Gespräche begleiten? Teilen die Callcenter-Teams Ihre Best-Practice-Beispiele miteinander? Entspricht Ihr Angebot den Kundenerwartungen? Ist Compliance eine große Herausforderung innerhalb Ihrer Organisation? Die Sprachanalyse von Speech ist für Unternehmen jeder Größe geeignet. Die Lösung analysiert 100% der Anrufe anhand mehrerer Kriterien im laufenden Betrieb oder nachträglich. Unterstützt die Produktivitätssteigerung Ihrer Mitarbeiter. Bietet ein vertieftes Verständnis der Vorgänge im Callcenter. Hilft, den richtigen Weg für die weitere Geschäftsentwicklung und das Umsatzwachstum aufzuzeigen. Die Lösung kann sowohl in der Cloud als auch on-premise, in Echtzeit oder offline implementiert werden. Alle Lösungskomponenten sind Besitz von Speech IP. Hallo, ich möchte gerne eine Kreditkarte beantragen. Ich habe Ihr Spezialangebot online gesehen. Guten Tag. Ja, wir haben in der Tat ein Spezialangebot. Möchten Sie, dass ich prüfe, ob ich Ihnen diese Karte anbieten kann? Was heißt anbieten? Gemäß Ihrer Webseite ist das Angebot nicht beschränkt gültig. Entschuldigung, wenn dies nicht klar auf unserer Website ersichtlich ist. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen jetzt ein paar kurze Fragen stelle, um Ihr Profil zu prüfen? Nein, fragen Sie. Ist Ihr verfügbares Einkommen in den letzten 12 Monaten gesunken? Nein, es ist weitgehend unverändert geblieben. Hatten Sie in den letzten 5 Jahren irgendwelche verspäteten Kreditkartenzahlungen? Nicht eine. Wie viele andere Kreditkarten haben Sie? Nur eine weitere. Vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie unser Kreditkartenangebot beanspruchen können. Falls Sie jetzt einen Antrag stellen möchten, kann ich Sie an unseren Self-Service weiterleiten. Darf ich den Anruf jetzt durchstellen? Ja, bitte. Vielen Dank. Gibt es sonst noch etwas, was ich für Sie tun kann? Mit unserer Lösung können Sie die Servicequalität und die Produktivität der Mitarbeitenden verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und Best Practices zur Schaffung eines überragenden Services identifizieren. Sie können sich die Statistiken der letzten Monate ansehen und mit einem Klick einen aggregierten Bericht im bevorzugten Format erhalten. Die Sprachanalyselösung kann auch automatisch nach Verstößen suchen, wodurch das Unternehmensrisiko und die Compliance drastisch reduziert wird. Kontaktieren Sie uns für eine Live-Demo.